Muss ich mich hier kompliziert hochbauen? Schnell. Okay. Ich hätte doch, die so schnell sind. Merken. Oh Leute, ich kann mir Wasser. Oh. Wie cool. Wie cool. Das füllt sich so. Oh, das ist ja mega nice. Hä, wie cool ist denn die Wasserphysik in dem Spiel? Also die Wasserblockphysik. Kann ich dich damit waschen? Ich wollte versuchen, so da reinzukommen. Das, genau das wollte ich gerade rausfinden. Was passiert, wenn die Blöcke sich nicht mehr verbinden? Zerbricht dann alles. Und ja, es ist dann wie die Tische. Okay. Viel cheaten können wir damit nicht. Sagte er und cheatet. So. Ah! So. Mit dem Wasser ist cool. Wird man nur wahrscheinlich nicht an vielen Stellen benutzen können. Das war gar nicht der richtige Weg. Das ist jetzt belastend. Wollt ihr von mir? Das geht bestimmt, aber das wollt ihr jetzt von mir? Hä, Moment. Geht das nicht? Das geht nicht. Ah, doch, da geht's. Wer ist er? Haben wir nach dem hier gesucht? Wenn wir den Riss schließen, wird er wieder normal. Wer ist er? Ich kann meine Gefährten in der Nähe spüren, wenn nur die Monster nicht wären. Jabul-Ruine. Oh Gott, 4 Etagen. Ich krieg jetzt schon Anfälle. Okay, let's go. Oh nein.
alles in Ordnung? Ich käme hier raus, aber du wohl nicht. Danke. Ich würde ja hier raus. Ich bin sensibel, Hanna. Wieso schreist du mich so an? Hallo, Hanna. Ich habe mich jetzt auch erschrocken. Wenn Hanna das erste Mal in den Chat schreibt, kommt ein Sound von ihr. Ein random Sound. Das hat Dennis auch, Grenz hat das und Bobo hat das auch. Habe ich noch einen Schnellschwimmer? Oh ja, habe ich. Na dann. Miau. Lohnt sich es, meine Switch aus der Tiefenentladung zu holen? Es ist ein schönes Spiel. Es ist ein Zelda-Spiel, ist immer gut. Es ist, ja, aber es ruckelt. Und das ist halt schade. Das ist halt so ein Ding so, selbst Nintendo kriegt es halt nicht hin, dass die Spiele auf der Switch gut laufen. Wo man sich jetzt auch schon denken könnte, warte ich auf die Switch 2, bevor ich dieses Spiel spiele und ob das da besser ist zum Beispiel. Das ist so der einzige Kritikpunkt. Das Spiel ruckelt manchmal. Ja, es ist halt... Selbst Nintendo kriegt es nicht hin, dass die Spiele gut laufen. Das ist halt irgendwie weird. Es ruckelt... In der Overworld ruckelt's. Hier in Dungeons nicht. Also, in Dungeons auch ein bisschen, aber da merkst du es nicht so hart wie in der Overworld. Overworld ist hart. Hat Zombie zum Beispiel auch gesagt. Zombie sagt auch, die ganzen Frame-Drops, die du hast in dem Spiel, die sind manchmal echt schon hart. Ja, da hat man es gerade wieder ein bisschen gesehen, aber da war ein Raumwechsel, da geht's noch. Da stört's nicht so sehr, als wenn du über die Welt läufst. Was macht der Knopf? Ah, okay. Aber es ist ein schönes Spiel. Jeder, der das Spiel spielt, wird irgendwie andere Lösungswege haben. Und das ist immer cool bei Zelda-Games. So, wenn du das Spiel bei einem anderen gucken würdest, der wird die Rätsel anders lösen als ich. Der wird vielleicht nicht für jeden Scheiß ein Bett benutzen. Bei Betten bestes Item. Außerdem spielt man endlich mal Link in dem Spiel. Die ganze Zeit warten wir schon darauf, dass wir endlich mal Link spielen können. Immer war es Zelda, Zelda. Ich hätte auch Leuchtfischis, aber will ich die benutzen? Die haben auch voll den komischen Schreibfehler im Titel. Das Spiel heißt The Legend of Zelda, habe ich gar nicht verstanden. Die haben voll den Tippfehler im Titel. Habe ich nicht gecheckt. Durch den Quality-Check muss das so auffallen. Ich hoffe, die patchen das noch. Da ist er. Oh shit, bist du neuer Gegner? Small Indie Company. Kann man dich töten, du bist neuer Gegner? Ja. Bio-Dekorana. Bio, weil giftig? Bio, immer Gift in Spielen, immer.
Bio ist Gift, Chat. Setzt eure Aluhüte auf. Viel Spaß im WoW, Hanna. Mein Aluhut passt mir nicht mehr. Haben die Chemtrails deinen Kopf vergrößert? Ah, das passiert jedem. Was ist das für ein sassy Zwinker-Emo? Auch die Fackel da unten nicht. Ich hab meinen eigenen Schleim, Feuerschleim. Ich hasse Zwinky Zwonkies doch. Ja, deswegen fand ich den so sassy. Oh, da unten ist auch einer. Scheiße. Moment, den kann ich doch bestimmt rausholen. Kommen Sie mit. Die Mimis, ja. Ich warte auch auf den ersten, der nicht checkt, dass ich absichtlich immer Link und Zelda vertausche. Den ersten warte ich im Chat, der das seriously nicht versteht. Mache ich schon das gesamte Spiel, tausche ich das durchgängig, sage ich Zelda und Link genau andersrum. Manchmal vertue ich mich, manchmal lese ich falsch einfach. Weiß auch nicht. Hab auch Angst, dass ich gecancelt werde. Weil mir danach gesagt wird, toxische Männer gönnen der Frau nicht die Hauptrolle. Aber ich mach's für die Memes. Ich bin doch auch froh, dass eine Frau hier mal die Hauptrolle kriegt hier in dem Zelda-Game. Wie lange warten wir schon darauf? War ich hier schon? Ja, ne? Ja, peinlich. So wie sie einen Shitstorm aus dem neuen Ghost of Tsushima Teil gemacht haben, dass weil da eine Frau auf einmal die Hauptrolle spielen soll. Gab's auch wieder Männlichkeiten, die das ganz schlimm fanden. Das ist so lächerlich immer. Ich denke mir so, ja, gab wieder Männer, die sich in ihrer Ehre gekränkt fühlten oder so, ich weiß auch nicht. Fanden die ganz doof. Ja eben, mir ist auch egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. So, das Spiel ist geil, so. Das kann auch ein Hund sein. Das kann auch... Weiß ich nicht. Kann auch ein Mensch in einem Rollstuhl sein. Viel Spaß, Hanna. Ist mir egal. Ob das Game macht Bock. Nee, Katzen sind scheiße. Nein, Katzen kann es nicht. Kann auch ein Goldfisch sein. Ist mir egal. Nein, ich mag Katzen. Ich kann uns die Jaws. Oh, what? Der High One hit it? Okay. High One ist es anscheinend. Wusste ich nicht. Oh Gott. Hilfe! Okay.
Ich muss die aber berühren. Wenn die, ich dachte immer, vielleicht gehen die auf Sicht, aber man muss die wirklich berühren, damit die gefährlich werden. Okay, die Haie one-hitten. Check. Aua, das ist nicht gut. Nein! Aua! Ah, voll ins Gesicht! Nein! Oh, du Mistvieh! Ich zerstöre dein Leben. Du hast mein Bett kaputt gemacht. Warte. Aua, du. Danke. Oh oh. Hilfe! Mach den fertig! Mach den fertig! Warte, ich hab selber ein Hai. Ich schicke ein Hai rein. Mein Hai ist dumm. Was macht mein Hai? Danke. Mach's mal einfach. Ich hab gerade überlegt, das anders zu machen, aber ich sollte die einfachen Wege nehmen und nicht die kompliziert dummen. Komm runter. Ach, ich springe in meinem falschen Timing. Komm jetzt runter. Ja, jetzt komm. Hau ihn. Das gibt's nicht. Danke, jetzt noch einmal. Komm. Yes. Hier, hi. Essen. Aua. Aua! Wie random. Einfach mal hinlegen. Oh Gott. Ich dachte, vielleicht kann ich mich kurz heilen. Oh Gott. Bin einfach rübergesprungen vorhin, ne? Ich gehe jetzt erstmal was essen. Okay. Alter, seid ihr nervig. Hä, wie habe ich das denn vorhin geschafft, da einfach rüber zu springen? Das ist voll der weite Sprung. Ah, okay. Das ist, glaube ich, Max. Also, mehr geht gar nicht. Mehr Reichweite habe ich im Sprung. Oh nein. Kann ich da drauf? Oder eher nicht so? Nehmen wir. Achso, und ich hätte natürlich auch von da unten einfach die Kiste nehmen können und dann hier rein. Okay. Das meine ich. Jeder wird das hier anders machen. Nicht fallen. Okay. Oh nein, ich muss die Krabben killen. Okay.
Bombenfisch. Was sagen, sind wir bald beim Schalter? Wie viel müssen wir denn noch machen? Nie ist was in den Vasen drin. Ich würde sagen, wie soll ich denn da jetzt hochkommen, wo die restlichen Schalter sind? Aber anscheinend ist da jetzt so ein Ding, das hochgeht. Sehr gut. Okay, wie viele Fail-Orte hat man jetzt hier, in die man runterschwimmen kann? Ein Goldei! Sehr gut. Hä, habe ich zwei goldene Eier? Brauche ich denn das zweite her? Ja, okay. Ich sehe. Ist halt die Frage, will ich runter oder will ich hoch? Wo will ich hin? Oder will ich nur nach rechts? Ich weiß es nicht. Oh, ja, da wollen wir hin. Die wollen wir haben. Den Master Key. Ich muss den Weg zumachen, um hier durchzukommen. Au. Scheiße. Tschüss, Qualle. Nix drin. Wofür die Kisten dann? Der Stein war da oben, ne? Ey, Platzo. Muss ja mal richtig reindrücken ins Brett. Ich könnte auch einfach so machen. Wie wäre ich zum großen Stein gekommen? Wie mein Bombenfisch den wegdrückt.
blaue Energie nehme ich. Jetzt gehe ich da aber nochmal rein. Weil irgendwas ist ja bei dem großen Stein. Kann ich hier lang schwimmen? Ach, jetzt ist das wieder kaputt. Hä, was hat er gedroppt? Monsterstein. Okay, hatte ich noch nicht. Oh, Luft, Sauerstoff, Hilfe! Mach auf da oben! Ach doch, hier. Ich dachte hier. Nee, hä? Wie komme ich da hin? Von da oben? Luft, Sauerstoff, Alarm! So. Es reicht halt einen Millimeter nicht, ne? Insane. Kann ich halt gar nicht bewegen. Wie kommen wir denn da hin? Raum, wo ich später hinkomme? Oder gibt es irgendwo einen unsichtbaren Durchgang? Gibt es irgendwo eine Wand, die ich sprengen kann? So viele Fragen. Keine Ahnung. Gehen wir raus. Vielleicht ist das wirklich noch ein Raum, wo wir noch reinkommen. Was? Achso, ich wollte mal sagen, was seid ihr? Platzt der? Perfekt. Mach Happa Hap. Danke. Steinchen. Hasse das. Okay, so.
Natürlich ist es der Rückweg. Aber wenn das geklappt hätte mit dem Brett, hätte ich echt ein Speedrun, Dings, hätte ich bei speedrun.com einreichen können als, Skip. Genau, warte mal. Bleibt der... Oh, warte. Oh, warte. Dann versuche ich jetzt mal was. Moment. Ach, ich glaube, das wird aber nicht gehen, du. Komm nicht mehr mit hoch, die Dinger. Scheiße. Mit dem Baum auch hochgehoben? Kann man einen Schalter skippen? So steht er gut. So ist er gut. Nein, der war doch gut. Okay. Wieso kommt er jetzt nicht mehr mit hoch? Wird er nicht mehr mit hochgehoben danach? Oh, der geht sogar kaputt. Scheiße. Es könnte gehen. Speedrunner werden das wieder hinkriegen. Die werden hier was skippen. Die werden ein, zwei Schalter skippen können. Weil man wird so hochgeschleudert hier. Da fehlt nicht viel. Oh, shit. Stimmung ist zu stark. Warte mal. Oh, Hilfe! Hilfe! Floß? Floß? Ich war Floß. Ey. Oh, was seid ihr? Schießt da nicht von alleine gegen, ne? Ja. Aber er wird nicht über... Ja. Muss ich dafür jetzt immer links sein oder muss ich eine Vase nehmen? Eine Vase. Okay, ich muss mir einen höher stellen. Nehme meinen Tisch. Dafür nehmen wir einen Bombenfisch. Strömung ist zu stark, wild. Mal eben wegräumen. Ach, oder so. Noch besser. Okay, ich wusste nicht, dass ihr das könnt. Was mache ich denn mit dir? Hä? Geh doch höher. Geht das nicht wegen der Strömung? Auch kaputt? Ah,
das ist schon mal gut. Okay, der ich unterschätze die Physik in diesem Spiel jedes Mal. Okay. Nein. Schade, ein Baum ist zu schwer. Wie konnte ich das denn nicht wissen? Blau. Ich will erstmal was essen, weil das Piepen geht mir um 6. Da ist auch noch ein Schalter. Aber erstmal den. Der ist einfach. Der ist einfach. Nein, nein, nein. Wieso kann ich hier kein Bettchen machen? Absolute Frechheit. Jetzt fahren meine Betten hier über das Gewässer. Wie kommen wir da hoch? Geht die Spinne? Ist hier eine Decke? Oh. Tut mir leid, Spinne. Wollte ich nicht. Geht, nice. Okay, ich muss nur noch darüber kommen. Okay, warte, 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 warte. Wir bauen der Spinne jetzt ein schönes Bett hier hin. Dann kann sie nämlich hier chillen. Tada! So. Wo kommen die alle her? Gibt's einen Spawner? Ja, easy. Shit noch mit. Ich würde sagen, ist hier so ein blaues Ding. Das würde ich jetzt mitnehmen. Komm. Danke. Okay. Und letzter Button. Nice. Jetzt kommt der Bosskampf. Oh oh.